Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück zu einem schönen FNAF-Fangame. Natürlich geht demnächst auch FNAF Help Wanted weiter, aber ich dachte mal, wir spielen jetzt auch mal wieder ein paar klassische Fangames ohne Virtual Reality. Und die, die schon lange auf dem Kanal dabei sind, wissen ja, der Tjulfa, der mag so Pixel-Horror-Style-Games, Spiele mit Pixeln drin. Und das hier ist so eins. Das Spiel heißt The Freddy Files und das Menü sieht schon mal... sieht cool aus, doch? Deswegen lasst natürlich wie immer einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber gerade an dieser Stelle noch eine kleine Ankündigung. Es haben ja viele gefragt, wann gibt es wieder Livestreams auf Twitch? Gestern im Video habe ich gesagt, ab heute gibt es wieder Livestreams auf Twitch. Aber das verschieben wir auf morgen. Denn ab morgen startet die vierte Season in PUBG. Und deswegen gibt es auf jeden Fall ab morgen wieder Livestreams auf Twitch. Wer mir auf Twitch noch nicht folgt, Link ist in der Beschreibung. Und ihr wisst das jetzt. Das ist toll. Okay, Freunde, jetzt spielen wir aber erstmal The Freddy Files. Uns ruft jemand an. Hallo? Hallo, guten Tag? Wer ist denn da? Kannst du mich hören? Ja? Das... Oh, okay. Die Polizei. Wie kann ich dir helfen? Ja, gut. Ich bin ein Angestellter bei Fazbear's Entertainment. Das ist schon mal schlecht. Ne, weil ihr seht schon, wo das jetzt hinführt. Ne? Der arme Angestellte von Fazbear's Entertainment ist jetzt da drinne. Die Türen haben sich geschlossen und er kommt nicht mehr raus. Jetzt ruft er die Polizei um Hilfe. Wir alle wissen, wie das enden wird. Die werden alle sterben. Gut, Freunde, stellt sich jetzt raus, dass die Polizei ein paar Stunden braucht, um uns zu helfen. Ja, geil. Jetzt sind wir also in Fazbear's Entertainment eingesperrt. Nachts. Hilfe kommt erst in ein paar Stunden. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass hier bestimmt irgendwas Schlechtes passiert, ne? Aber falls hier irgendjemand zu Schaden kommt. Ich hab's euch ja gesagt. Und wir befinden uns jetzt scheinbar in Kapitel 1, Freunde. Und Kapitel 1 spielt wohl kurz, nachdem diese vier Kinder in Fazbear's Entertainment verschwunden sind. Ne? Also die vier Kinder, die dann in die Animatronics reingegangen sind. Also die Seelen. Ne? Weil nicht die ganzen Kinder. Nur die ganzen Kinder passen ja nicht rein. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls, das ist Kapitel 1. Und es ist natürlich 12 Uhr nachts. Kapitel 1 startet. Wir warten darauf, dass die Polizei uns rettet. Weil irgendwer vergessen hat, wie er die Türen öffnen kann. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier drin und können uns bewegen. Und wir sollen einen Weg finden, die Tür im rechten Flur zu öffnen. Keine Ahnung, was genau die damit meinen. Okay, die Taschenlampe kann ich an- und ausmachen. Und wir haben oben rechts einen Angstbalken. Ja? So ein Angstbalken ist immer gut. Dann sehen wir natürlich, ab wann unser Spielecharakter richtig Schiss in der Buchse hat, ne? Oh, hi. Ist das Springtrap? Oh! Oh, hey! Warte mal. Oh, ich kann sprinten. Hey! Hä? Das ist ein großer Golden Freddy-Kopf, der mich verfolgt. What the fuck? Okay. Warte mal. Welche Tür muss ich denn öffnen? Die haben gesagt, im Rechten... Die Tür hier, oder was? Warte mal. Okay, ich habe ein Inventar. Warte mal. Shift, bla bla, Space to interact. Okay, die Tür ist verschlossen und es gibt keinen Schlüssel, um sie zu öffnen. Es muss einen anderen Weg geben. Okay, ich muss also irgendwie einen Weg finden, diese Tür zu öffnen, während der große Golden Freddy-Kopf uns verfolgt. Ja, wow, das klingt ja voll sicher. Okay, warte mal, wir gehen mal hier runter. Das ist die Küche, oder? Warte mal, bestimmt muss ich irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Generator aktivieren oder so, um wieder Strom auf die Tür zu geben. Irgend so ein Shit muss ich bestimmt machen. Warte mal, okay, hier ist das Büro. Warte mal, hier ist ein Schalter. This is the switch used for closing the doors. Doesn't seem to be working now. Okay, also der Schalter funktioniert nicht, aber der ist dazu da, um die Türen... Oh, habt ihr es gehört? Dieser Schalter ist... Oh! Dieser Schalter ist dazu da, um die Türen zu öffnen und zu schließen. Jetzt müssen wir vermutlich nur den Strom anstellen oder so. Warte mal, kann ich hier... Oh, oh. Okay, der Freddy-Kopf ist weggeflogen. Keine Ahnung. Also ich glaube, ich muss irgendwie Strom wieder anstellen, Leute. Hier ist eine Box. Das ist das Geschenk, wo die Puppet rauskommt, okay? Bla, bla, bla. Okay. Puppet ist wohl nicht in der Box drin. Das ist jetzt auch nicht unbedingt gut. Das ist ein Poster von Spring Bonnie. Okay. Das heißt, Springtrap oder Spring Bonnie, wie auch immer, ist auf jeden Fall auch on the road.
So, okay. Oh, oh, mein Angstbalken geht komplett hoch. Wo? Oh! Was war das? Shadow Bonnie? What the fuck? Da oben. Seht ihr das? Warte mal. Was ist da? Oh! Oh! Was ist das? Hä? Warte mal, kann ich hier? It's Fredbear and Spring Bonnie. Okay, das sind Fredbear und Spring Bonnie, alles klar. Das hier ist irgendwelches Putzzeug. Oh! Nein! Nein! Okay, Golden Freddy hat uns gekriegt, Freunde, aber der Typ hat gerade irgendwas gesagt. Irgendwas scheint im Lüftungsschacht zu sein da drüben. Warte, ich gehe da nochmal hin. Vielleicht ist irgendwas im Lüftungsschacht. Warte mal. Ja, okay, da ist irgendwas im Lüftungsschacht. Okay. Aber, warte mal, hier ist doch irgendwie so... Er hat gerade gesagt, irgendwas ist im Lüftungsschacht. Und mit irgendeinem langen Stab oder so können wir das da rausholen. Weil seine Arme nicht lang genug sind. Und hier ist doch irgendwie so ein Besen oder so. Den kann ich aber nicht benutzen. Ah! Nein, nein. Nein, nein. Hau ab. Hau ab. Geh weg. Okay. Okay, hier ist... ja. Der Lüfter. Das ist der Computer. Oder der Bildschirm halt. In dem Lüftungsschacht ist nichts drin. Okay, ich denke mal, ich muss jetzt irgendwas finden, um irgendwas... Was ist das? Lustig hier. Oh, okay. Warte mal. Hab ich... Nein, 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 nein. Oh Gott. Warte mal. Oh. Oh, hi. Hallo. Das war Shadow Bonnie. Da ist der Freddy-Kopf lang geflogen. So, warte mal. Ich habe ein Inventar, oder? Genau. Warte mal. Ich glaube, ich habe jetzt hier so einen Stock aufgehoben. Benutz den mal. Kann ich den... Kann ich den benutzen? Ja. Kann ich jetzt... Oh! Ich habe einen Schlüssel gefunden. Okay. Dieser Schlüssel scheint irgendwas zu öffnen. Wir wissen aber nicht, was es öffnet. Was ist das hier? Okay, das ist irgendwelches Animatronic-Zeug. Okay, wir haben den Schlüssel aus der Lüftung geholt. Dieser Schlüssel ist aber nicht für die Tür hier. Der ist für irgendwas anderes. Okay. Hier ist der Schlüssel. Ich wähle den mal aus. Und jetzt gucken wir mal. Hier ist doch bestimmt irgendwo irgendwas, was zugeschlossen ist. So. Zeig mal her. Hier sind überall irgendwelche Schränke und so. Kann ich hier vielleicht... Hier so ein Ofen? Okay, nee. Oh, nee. Das ist ein Safe. Und dafür brauche ich ein Passwort, um den zu öffnen. Okay. Alter, wie viel Zeug gibt es denn hier? Also wir haben jetzt einen Schlüssel und irgendwas öffnet dieser Schlüssel auch. Aber wir wissen nicht, was. Das ist auf jeden Fall... Ja, ist jetzt nicht so hilfreich, ne? Okay, Freunde, ich bin jetzt nochmal hier unten. Oh, okay. Warte mal. Habe ich jetzt irgendwas gefunden? Oh! Oh, oh. Oh, nein. Hat er mich jetzt? Warte mal. Oh! Oh, okay. Okay, ich schaffe es. Freunde, ich habe irgendeine Fernbedienung gefunden. Lass mich in Ruhe, Freddy. Hau ab. Geh weg. Ich habe eine Fernbedienung gefunden. Hier. Was kann ich damit machen? Warte mal, kann ich vielleicht... Warte mal, kann ich vielleicht den Fernseher damit anmachen oder so? Nee. Oh, doch, kann ich. Okay. Oh, und der Passwort für den Safe. Warte, ja, gib doch Passwort her. Oder hat er den Safe, hat er den Code selbst gespeichert vielleicht? Muss ich den nicht aufschreiben? Kann sein. Wir gehen mal zum Safe. Warte mal. Vielleicht schaffen wir es. Warte mal. Jetzt haben wir her hier. Nein. Zack. Okay. Ha. Oh. Ich habe einen Hammer gefunden. Und der Typ hat gesagt, mit dem Hammer können wir die Scharniere von der Tür zerstören und rauskommen. Hä? Warte, wähl den Hammer mal aus. Und zack. Mach keinen Scheiß, es hat funktioniert. Im Safe war ein... Oh, warte mal. Oh nein, ich muss... Oh, ich muss das erstmal noch... Warte mal, muss ich das gedrückt halten? Okay. Warte mal. Ich muss mich aber zwischendurch wohl umsehen. Oh. Okay. Man muss sich... Oh. Man muss also erst noch irgendwie entkommen. Okay, warte mal. Hover here to look behind. Warte mal. Shadow Freddy rests, but Golden Freddy is still alive. He's here to haunt you. Golden Freddy will slowly proceed towards you as you break the door. Use the flashlight to send him into the darkness. Oh! Okay, alles klar. Warte mal. Ich muss irgendwie... Wie leuchte ich denn? Ah, mit Control leuchte ich. Okay. Also
Golden Freddy kommt langsam näher und wir müssen ihn anleuchten mit der Taschenlampe, damit er wieder abhaut, damit wir in Ruhe die Tür kaputt machen können. Okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Warte, ich drehe mich mal um. Oh ja, da war er. Habt ihr gesehen? Okay. Okay, so funktioniert das, Freunde. Wir werden es schaffen. Wir schaffen es, hier raus zu entkommen. Wir brauchen die Polizei nicht als Hilfe, okay? Wir können uns selber... Oh, der war aber nah jetzt, so. Das war aber nah, ne? Hau mal ab. Okay, warte, ich drehe mich nochmal um. Dreh dich nochmal um. Oh, ey, der kommt verdammt schnell näher. Holy shit. Okay, wir müssen uns noch verdammt viel anstrengen bei der Tür. Okay, ich hätte gedacht, das geht schneller. Aber, ja, gut, okay. Alter. Wie nah der die ganze Zeit ist, WTF. Und das Problem ist auch, wir haben nicht unendlich Batterie, Freunde. Ja, ihr seht das, glaube ich, wieder nicht, weil meine Facecam wieder richtig gut platziert ist. Aber wir haben oben links eine Batterieanzeige. Die ist jetzt ungefähr nur noch halb voll. Das heißt, ich kann nicht unendlich oft Freddy abwehren. Das funktioniert nicht. Okay, warte mal. Wir haben die Tür zur Hälfte kaputt erst. Das dauert halt auch übel lange. So, wir haben ihn wieder weggeschickt. Wir machen weiter kaputt. Oh, das könnte echt knapp werden. Ich weiß doch nicht mehr, ob wir es schaffen. Oh, er war übel nah gerade. Alter, ich dachte... Oh, das war knapp. Das war mega knapp. Okay, warte, ich hämmer noch mal ein bisschen an der Tür. So, warte, umdrehen. Ja, er ist definitiv schneller jetzt als eben noch. Er kommt schneller näher auf jeden Fall. Wir haben noch ungefähr ein Viertel bei der Tür. Ein bisschen mehr noch. Warte, umdrehen. Huhu, hallo. Okay, wir haben nicht mehr so viel Batterie. Dreh dich um. Oh Mann, ey. Das wird echt eine knappe Nummer. Wir könnten es schaffen. Es ist halt ein bisschen doof, dass Freddy keine Audiohinweise oder so gibt. Ich weiß nie, wie nah er ist. Ich muss mich immer auf gut Glück umdrehen. Und dann Batterie verbrauchen. Das ist immer kacke. Okay, warte. Zack. Komm, dreh dich nochmal um. Okay, war nicht ganz so nah. Aber wir haben es jetzt gleich. Come on. Aber nee, ich kann noch nicht durchziehen. Warte, ich muss noch einmal umdrehen. Okay, er ist weg. Wir haben noch ein bisschen Batterie übrig. Aber ich ziehe jetzt durch. Ich mache jetzt voll. Oh, okay, wir haben es geschafft. Okay, sind wir auch in Sicherheit? Oh. Oh, was ist das? Was ist das? Sind das die vier Kinder? Hä? War es das? Oh, ich erinnere mich an diesen Moment. Das... Was? Oh, das ist genau so wie damals, als ich zum ersten Mal bei Fazbear's gearbeitet habe. Als die Polizei weg war und ich mich um alles selbst gekümmert habe. Die drei Kinder wurden von mir tot aufgefunden. Und ich konnte es niemandem sagen. Wegen ihm. Das war's, oder nicht? Wie konnte ich mich daran nicht erinnern? Okay, Moment mal. Dieser Bericht sagt vier Kinder, aber ich kann mich nur an drei erinnern. Wo ist das andere? Oh, ich werde mich später drum kümmern. Okay, sie sind jetzt aktiv. Sie bewegen sich nun und laufen herum. Ich muss sie von mir abhalten bis zur nächsten Stunde. Okay, Boys. Ah. Okay, Freunde, und jetzt haben wir 12.30 Uhr. Scheinbar haben wir uns gerade nur einen alten Pfeil angeguckt. Das war also gar nicht die Gegenwart, sondern unser Spielecharakter hat sich so alte Berichte angeguckt von Sachen, die hier in der Location passiert sind. Und danach geht es dann noch weiter, denn wir sind dann immer noch in der Location, aber dann ist es 12.30 Uhr und die Animatronics sind unterwegs. Und wir müssen sie uns vom Leib halten, bis uns die Polizei dann doch rettet. Ich dachte ja, wir brauchen keine Polizei. Aber scheinbar doch. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, Freunde, das war's jetzt einfach mal für den ersten Part von The Freddy Files. Ich dachte eigentlich, ist das so ein ganz kurzes Game, aber da ist ja richtig Story drinne. Deswegen hoffe ich, ihr seid natürlich auch im nächsten Part dabei. Scheint ganz interessant zu sein, das Spiel. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da und ob ihr mehr dazu sehen wollt. Und eventuell kommt nachher noch ein Video zu FNAF Help Wanted.
Ich meine, wir müssen immer noch Chica reparieren. Wir sehen uns dann, Freunde. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dahin.